Hoppala. Jetzt Momentle, jetzt muss ich mich ganz kurz... Ah ja, klar, weißt, ich war eben in meinem Kinderzimmer, weil die Marion eingeschlafen ist und geschrien hat. Und jetzt komme ich zurück, jetzt sitzen Sie alle in meinem Wohnzimmer. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah ja, also jetzt sind Sie ja hier, Sie wissen ja, bei wem Sie zu Gast sind. Für alle, die es nicht wissen, mein Name ist Karl-Heinz Kartüngle. Ich darf Sie bitten, wenn Sie mein Wohnzimmer wieder verlassen, hinterlassen Sie es so, wie Sie es vorgefunden haben. Sonst muss ich fegen und wenn ich das nicht mache, dann ist die Margot immer ein bisschen böse. Es gibt ein furchtbares Theater. Ich bin aber jetzt auch gleich weg, weil ich gehe in die Küche, wenn die Margot beim Kegeln ist. Dann gehe ich immer in die Küche und mache mir mein Leibgericht, und zwar Linse und Spätzle und Seidewürstle. Wisst ihr, der Schwab sagt gern, das Leben ist kein Schlotze. Das übersetze ich Ihnen gern. Das Leben ist kein Zuckerschlecken, aber damit es trotzdem schön bleibt, brauche ich eigentlich nur drei Sachen, und zwar meine Familie, mein Seidewürstle und mein Daimler. Jetzt waren wir neulich zum Beispiel in Thailand mit der Familie, das war ganz schön. Aber am schönsten an der Reise war der Flugpreis. Da haben wir zahlt pro Person von Stuttgart nach Bangkok und zurück 500 Euro. Da lacht das Schwabenherz, wissen Sie. Ich sage immer, da oben ist auch noch genug Platz. Das sieht ja auf der Straße inzwischen ein bisschen anders aus. Da wird es manchmal eng, aber da habe ich halt meinen Daimler, wissen Sie. Das ist für mich kein Auto, das ist für mich eine Oase des Glücks. Als ich den in... Moment, ach scheiße, das ist mir jetzt unangenehm, da ist wahrscheinlich jetzt die Margot. Hallo, Margot, bist hallo, du das? Hallo, Papa, es hat geklappt. Papa, hallo, ich bin durch. Hallo, verzeiht. Es hat geklappt. Papa, hallo. Hallo, Margot, bist du am Telefon? Was ist denn los? Nein, nicht Margot, ich bin Marion, deine Tochter. Meine Tochter ist 2 Jahre alt und schläft nebenan, Fräulein. Stimmt. Ich bin allerdings nicht das kleine 2-jährige Marionle, das nebenan schläft. Ich bin die erwachsene Marion, 59 Jahre alt. Und ich bin der heilige St. Nikolaus, gell? Liebes Fräulein, ich habe hier gerade ein paar Gäste zu Besuch und würde... Nein, ich bin's. Warte. Als ich 2 war, hatte ich den Unfall auf dem Spielplatz mit der Schaufel. Daher kommt die Narbe am Fuß. Und du hast mich immer Mutzele genannt. Mein Mutzele? Wie kann das denn sein? Du bist doch noch so klein. Das kann sein, weil ich dich aus der Zukunft anrufe. Wir haben jetzt das Jahr 75. Ha, schau uns, 75, da bin ich geboren. 2075. Und du bist schon lange tot. Du bist früh gestorben. Das war damals sehr schlimm für mich. Hä? Was ist passiert? Der Klimawandel ging noch in den 10er und 20er Jahren weltweit ungebremst weiter, sodass die Sommer in Europa immer heißer wurden. Da sind die Leute gestorben wie die Fliegen. Mitte des Jahrhunderts kamen dann die Klimaflüchtlingswellen dazu und dann auch noch die Bürgerkriege. Bürgerkriege? Und wie geht's dir? Ich hatte Glück. Wir sind dann wegen der Überschwemmungen und der unerträglichen Hitze nach Norwegen geflohen. Ich wohne in Trondheim. Das ist jetzt die Hauptstadt der VSNE. VSNE, was ist das? Die Vereinigten Staaten von Nordeuropa, Norwegen, Schweden, Finnland, Estland. Ich lebe in einem von diesen staatlich bewachten Westklimaplattenbauten. Das ist 20 Kilometer entfernt von der militarisierten Zone. Sag mal, wie viele Einwohner hat Norwegen jetzt bei dir? Norwegen? 5 Millionen? Jetzt sind es 250 Millionen. 200? In der gesamten VSNE 550 Millionen. Friedlich ist das nicht, das kann ich dir sagen. Wenn die Leute aus den indischen und arabischen Slums in die militarisierte Zone rein wollen, gibt es da immer wieder Ärger. Um Gottes Willen. Mutzele, was ist denn mit Stuttgart? Stuttgart? Da sitzen doch nur die armen Schweine von der südeuropäischen Energiebehörde. Die beaufsichtigen die Solarparks zwischen Flensburg und Sizilien. Die sitzen in vollklimatisierten Räumen unter Klimakuppeln. Und im Rest von Deutschland? Sieht's ähnlich aus. In Deutschland wohnen heute vielleicht noch 200.000 Menschen. 200.000 Menschen, Mutzele? Papa, ich weiß, dass das schwer zu begreifen ist, aber alles, was du jetzt tust, hat Auswirkungen auf mein Leben. Wegen dem Klimawandel. In diesem Jahrhundert rauscht unsere Zivilisation ab. Dein Häusle, mein sogenanntes Erbe, nichts hab ich davon. Hast du nicht zugehört, als die Wissenschaftler gesagt haben, dass ihr gerade die Grundlagen der menschlichen Zivilisation vernichtet?
Ah, doch, Mutzele, aber das ist die Industrie und das ist die Politik, aber doch nicht. Nein, nein, deswegen rufe ich doch an. Auch dein gemütlicher Lebenswandel, deine Seidenwürstle, dein SUV, dein Flug auf die Malediven. Das sind alles die Dinge, die das Leben von mir, deiner Tochter, der Menschheit vernichten. Meine Seidenwürstle, Schmutzel. Ja, auch die. Ihr lebt der Welt einen Konsumlebensstil vor, der einfach so nicht durchzuhalten ist. Der macht die Welt kaputt. Und das feiert ihr dann auch noch im Internet, damit der letzte Ureinwohner das sieht und das auch haben will. Energieverbrauch, immer wieder Kohlekraft, endlose Flugreisen, Kreuzfahrtschiffe. Dabei wusstet ihr doch schon damals, dass das so nicht geht. Ha, und jetzt? Jetzt, Papa, musst du dich entscheiden, was dir wichtiger ist. Dein Seidenwürstle oder dein Mutzle? Ich muss dieses Intertempfon gleich an den Nächsten weitergeben. Du hast jetzt die Pflicht, den Klimawandel ernst zu nehmen. Fang an! Es bleiben nur noch höchstens 10 Jahre Zeit. Und ich warte von dir, jetzt, mehr, lange. Papa! Mutzle. 10 Jahre. Es fängt mit Haltung an. Zweifel nie daran, dass eine Handvoll überzeugter Menschen die Welt verändern kann. Mich motiviert das Feedback der Menschen. Ich sehe die Freude, die da kommt, wenn ich denen so einen effizienten Ofen übergebe, der denen ab jetzt viel Holz sparen wird. Wenn ich sehe, wie viele Menschen mittlerweile für das Klima auf die Straßen gehen, sich in Gruppen engagieren, dann macht mir das sehr große Hoffnung. Was mich antreibt, ist die Frage, wie man die Themen Klimawandel und soziale Gerechtigkeit zusammendenken kann, weil ich Ungerechtigkeiten nicht aushalte. Ich beschäftige mich mit dem Klimawandel seit fast 30 Jahren und ich bin der Auffassung, dass das das unverantwortlichste Experiment ist, was jemals mit der Erde gemacht wurde. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, seit Jahren zetern wir jetzt in Deutschland über die Frage, ob der Islam zu uns gehört. Da heißt es dann, der Islam ist eine Bedrohung für die abendländische Kultur. Aber woran glauben wir Deutschen eigentlich? Wir glauben doch nicht an Gott oder an Allah. Wir glauben an das Wirtschaftswachstum. Unsere Religion ist die des heiligen Marktes und die Dreifaltigkeit bei uns heißt das Auto, das Flugzeug und das heilige Fleisch. Beim Autofahren, beim Fliegen, beim Fleischessen haben wir inzwischen Dimensionen erreicht, zu denen andere Nationen nur neidisch heraufblicken. Und wer uns davon abzubringen versucht, wer Veggie Day sagt oder ein Tempolimit fordert, der landet unweigerlich in der Hölle. Mit anderen Worten, in einer Rede von Christian Lindner. Da heißt es dann, Verbotskultur, das ist ein Angriff auf unsere Freiheit. Wir lassen uns von niemandem vorschreiben, wie wir zu leben haben. Das soll der Markt entscheiden. Der Markt, der heilige Markt. Liebe Schwestern und Brüder, geht hin und nehmt euch daran ein Beispiel. Betrügt eure Frauen und Männer und wenn die sich bei euch beschweren über euer schändliches Verhalten, dann sagt ihnen, sorry Baby, das hat der Markt so entschieden. Wir fangen an mit der ersten Ikone, dem Auto. Die Autoindustrie macht uns ja ihre Produkte schmackhaft, indem sie uns eine Welt präsentiert, die es in Wirklichkeit überhaupt nicht gibt. Da schnurren
deren wunderschöne Produkte über leere Straßen durch die unberührte Natur. Das Einzige, was uns da in die Quere kommen kann, ist unser Verstand, denn wir wissen ja, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Da sehen wir jeden Tag, wie wir mit Millionen anderer Autos im Stau stehen. Wenn wir in Zukunft wirklich vorankommen wollen, müssen wir umsteigen. Aber in den westlichen Wohlstandsgesellschaften gilt das Auto immer noch als Symbol für Freiheit und Fortschritt. Das Auto ist die Droge unserer Gesellschaft. Obwohl wir wissen, dass die Klimakatastrophe immer näher kommt, kommen wir von dieser Droge nicht los. Mal aus Bequemlichkeit, mal weil wir scharf sind auf die PS und mal weil die Politik versagt, im ländlichen Raum einen funktionierenden ÖPNV zu organisieren. Wer aber hierzulande sagt, dass wir jetzt wirklich anfangen müssen, umzusteigen, dass wir jetzt wirklich die Klimaschutzziele, die wir in Paris verbindlich verabschiedet haben, ernst nehmen müssen, dann heißt es: Was ist denn mit den Arbeitsplätzen? In Deutschland hängen 800.000 Arbeitsplätze am Verbrennungsmotor. Wenn man die Zulieferer mit einbezieht, sind es 2 Millionen. Und dann heißt es, ach was, der gesamte Wohlstand unserer Nation hängt an der Benzinleitung. Das ist auch nicht ganz falsch. In der Vergangenheit war die Autoindustrie verantwortlich für den größten Teil der Wertschöpfung in unserer Volkswirtschaft, aber das wird so nicht bleiben. Die Chinesen zum Beispiel steigen gerade im großen Stil um auf Elektromobilität und bauen sich ihre Autos einfach selber. Aber für uns ist das Auto immer noch wie ein Hund. Ein treuer Begleiter, der keine Fragen stellt, und den Dreck, den er hinterlässt, können dann ja die anderen wegräumen. Wir kommen zur zweiten Ikone, dem Fliegen. Da verhält es sich ja inzwischen ähnlich. Wir wissen, dass wir mit jeder Flugreise zu einer Welt beitragen, in der wir unseren Kindern irgendwann werden sagen müssen, also, dass die Zivilisation zusammengebrochen ist, tut mir wirklich leid, aber wir hatten dafür wunderschöne Urlaube auf Bali und auf den Seychellen. Wir können, wie im vergangenen Sommer und auch jetzt in diesem Jahr, die Erderwärmung inzwischen körperlich spüren, und trotzdem steigen wir in jedes weitere Flugzeug wie Lemminge, das man uns hinstellt. 1997 zum Beispiel sind in Deutschland 62 Millionen Passagiere in ein Flugzeug gestiegen. Heute hat sich der Flugverkehr verdoppelt und die Luftfahrtindustrie rechnet mit einer weiteren Verdopplung in den kommenden 15 Jahren. Warum ist das so? Das ist so, weil das Fliegen inzwischen so einfach geworden ist wie S-Bahn fahren und beinahe auch so billig. Wir können heute von Berlin nach München für 20 Euro fliegen und die Fahrt mit der Bahn kostet das Achtfache. Wie kann das sein? Ihr wisst noch die Sache mit dem Heiligen Markt. Das Fliegen bei uns ist so billig, weil die Politik es so billig haben möchte, und mit dem Markt hat das überhaupt nichts zu tun. Zum Beispiel zahlen wir weltweit auf Kerosin keine Steuer. Wir zahlen auf Flugtickets keine Mehrwertsteuer, anders als auf Bahntickets. Und wir gewähren großzügig Subventionen für Airlines und für Flughäfen. Wenn ihr also das nächste Mal sagt... Oh, das ist der Hammer hier, für 22 Euro nach Mallorca. Geil. Dann vergegenwärtigt euch, warum das so geil ist. Weil wir den Rest mit unseren Steuern zahlen und mit der Zerstörung der Zukunft auf unserem Planeten Erde. Und es gibt nur einen Staat, der so weise ist, einen Flughafen zu bauen, der niemals fertig wird. Und auf den sind wir deswegen in Berlin auch vollkommen zu Recht stolz, denn der BER ist der Berliner Beitrag zu mehr Klimaschutz. So, und damit kommen wir zur dritten Ikone, dem heiligen Fleisch. Jeder Deutsche isst in Deutschland pro Jahr im Schnitt 60 Kilogramm Fleisch, was massiven Einfluss auf unser Klima hat. Damit das auch Karl-Heinz Kartöngle vom Sitz seines Daimlers aus versteht, hat Foodwatch die Ernährungsstile vegan, vegetarisch und Fleischesser umgerechnet in Autofahrten. Wer sich ein Jahr vegan ernährt, richtet so viel Klimaschaden an wie eine Autofahrt von Berlin nach Aachen. Das sind ungefähr 600 Kilometer. Wer sich vegetarisch ernährt, der kommt schon mit einer Autofahrt deutlich weiter. Der richtet so viel Klimaschaden an wie eine Autofahrt von Berlin bis nach Madrid. Das sind weit über 2000 Kilometer. Und wer zudem auf sein Fleisch nicht verzichten möchte, der kann sich auf eine Reise von ein paar Tagen einstellen, denn der kommt von Berlin bis ins nicht gerade benachbarte Basra. Das sind über 5000 Kilometer.
Und wer sich jetzt denkt, also Freunde, von einer Currywurst mehr oder weniger wird das Klima jetzt auch nicht kränker oder gesünder, der sehe sich eine Schneeflocke an, ein zartes, zerbrechliches Gebilde. Aber wenn von diesen zarten Gebilden so viele auf einen Haufen kommen, wird auch aus diesem schönen Wesen ein gefräßiges Monster. Und ein solches Monster lassen wir gerade ungebremst auf das Mozilla los. Liebe Schwestern und Brüder, jetzt ist die Zeit gekommen zu handeln. Denn historisch gesehen ist Deutschland nach den USA, nach den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und nach China die viertgrößte Klimagasschleuder. Wenn wir jetzt nicht anfangen, uns zu verändern, wer denn dann? Und wie es sich für eine ordentliche Predigt gehört, fühlen wir uns jetzt alle gemeinsam scheiße. Aber eigentlich gibt es da draußen Menschen, die müssen sich noch viel beschissener fühlen. Wir schauen uns jetzt ein Diagramm an aus den 80er Jahren. Da haben Klimawissenschaftler damals prognostiziert, wie sich bis zum Ende dieses Jahrhunderts der CO2-Ausstoß in der Atmosphäre verändern wird und parallel dazu, wie sich die Durchschnittstemperaturen global entwickeln werden. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich seit den 60ern bis heute CO2-Ausstoß und Temperatur tatsächlich entwickelt haben. Und wir sehen, das ist fast identisch. Das heißt, vor 30 Jahren haben Klimaforscherinnen und Forscher einigermaßen exakt prognostiziert, wie sich das Klima verändern wird. Und die Frage ist, was waren das für Wissenschaftler? Und die Überraschung ist, sie haben gearbeitet im Auftrag von ExxonMobil. Das heißt, ein Mineralölkonzern, einer der größten auf der Welt, weiß schon seit 30 Jahren, dass wir auf eine Klimakatastrophe ungeahnten Ausmaßes zuschlittern, beauftragt Wissenschaftler. Und was macht dann Exxon mit so einer Studie? Lässt sie in der Schublade verschwinden, weil dadurch deren Profite in Gefahr geraten. Und was dann stattdessen passiert ist, dass ExxonMobil Armeen von Lobbyisten, von PR-Profis losschickt, um Zweifel an der Klimaforschung zu säen. Also an genau der Forschung, die ExxonMobil vorher beauftragt hat, die offensichtlich die Fähigkeit haben, in eine Glaskugel zu gucken. Das heißt, die wissen das. Die wissen das seit Jahrzehnten. Und damit ist diese Anekdote symptomatisch für den derzeitigen Stand unserer Bemühungen um mehr Klimaschutz. Wir sündigen alle zusammen, wir sündigen jeden Tag. Aber genauso gilt, es gibt große Mächte auf dieser Welt, die uns aus purem finanziellen Interesse mit allen Mitteln davon überzeugen konnten, dass unsere Sünden gar keine sind. Und das muss jetzt aufhören. Amen. Ja, da habt ihr jetzt erstmal alle ordentlich was um die Ohren gehauen bekommen. Und da bleibt erstmal dieser etwas bittere Nachgeschmack, den wir alle schon kennen, wenn die Leute anfangen, über Klimawandel und über die Klimakrise zu reden. Und dabei haben wir euch eingeladen, hierher zu kommen mit einer Klimashow, die Mut macht. Aber keine Sorge, dieser Mut, der soll noch kommen. Ich möchte erstmal das Ganze von einer anderen Perspektive beleuchten, von einer historischen Perspektive aus. Wir haben uns ja jetzt jahrzehntelang angewöhnt, langsam, ganz langsam und behutsam zu verändern. Gesamtgesellschaftlich, in Debatten, mit Vorsicht und mit Augenmaß. Ja, wieso denn jetzt auf einmal die ganze Panik? Gute Frage. Aber man könnte auch so fragen, wenn das mit den Autos jetzt auf einmal so ganz großer Müll sein soll, sind wir da nicht dabei, unsere gesamten Errungenschaften dieser modernen Zivilisation überhaupt in Frage zu stellen? Oder anders gefragt, war Henry Fords Lebenswerk letztendlich ein Teufelswerk? Nein, natürlich nicht. Der Mann, der hat mit dem Model T eine Errungenschaft auf die Welt gebracht, die eigentlich eine sehr kluge Idee war. Sein Auto war erschwinglich für die Massen, was sich auch Menschen leisten konnten, die jetzt nicht super reich waren. Und ein Traum von Freiheit
wo die für die Menschen war. Auf einer Erde mit damals 1,7 Milliarden Menschen war das auch völlig in Ordnung, da dann ein paar Ford Model T zu verkaufen. Das ist aber jetzt alles ein bisschen anders. Damals haben Abgase und CO2 noch keine Rolle gespielt. Das Problem ist aber jetzt, heute gibt es bald 8 Milliarden Menschen. Und auf dieser Erde gibt es ungefähr 1.300 Millionen Kraftfahrzeuge. Also 1,3 Milliarden. Und das, was damals gut war, das wird ab einem bestimmten Punkt plötzlich brenzlig und nicht mehr so gut. Wir haben aber leider keine Instanz, die uns dabei hilft, mit diesem Problem umzugehen. Wir haben quasi gesamtgesellschaftlich auf dem Planeten Erde eine Art Umschaltenproblem. Ich möchte dieses Umschaltenproblem ein bisschen genauer beschreiben. Dafür nehmen wir mal eine wirklich gute, saucoole Technikidee des 20. Jahrhunderts. Und wir zeigen jetzt mal, was das an positiven Effekten für die Menschheit bringt. Und dann auf der anderen Seite, wie sich das verhält, wenn immer, immer mehr Menschen diese Errungenschaft verwenden. Erstmal gibt es da eine richtig schöne, steile Kurve nach oben. Erstmal wird das besser für alle. Ja, bei den Autos war das ganz einfach. Je mehr Autos, desto mehr Tankstellen wurden gebaut, desto mehr Straßen wurden gebaut. Und wir haben eine richtig schöne Zeit in diesen Autos und reisen quasi immer weiter steil bergauf auf diesem Pfad. Pfadabhängigkeit nennt man sowas. Weil je weiter man auf so einem Pfad unterwegs ist, man immer, immer abhängiger von ihm wird. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem es nicht mehr unbedingt besser ist für alle, wo der positive Effekt für die Menschheit sich abschwächt. Und eigentlich müsste man da jetzt ins Nachdenken geraten und sagen, Moment, wenn das jetzt nicht mehr besser ist für alle, sollten wir nicht anhalten oder eine andere Richtung einschlagen? Da sagen die Leute dann aber, nee, das will ich nicht. Ich will doch jetzt auch, dass mein Pfad immer weiter nach oben geht. Ich will auch ein schöneres, schnelleres Auto haben als mein Vater und der hatte doch auch ein schöneres und schnelleres als mein Großvater und der hat ein besseres als mein Urgroßvater. Und ja, das Ganze wird zur Selbstverständlichkeit, dass es immer weiter auf diesem Pfad weiter und weiter nach oben geht. Und diese Selbstverständlichkeiten, die kennen wir eigentlich alle. Das ist doch jetzt irgendwie selbstverständlich, nach diesem anstrengenden Jahr endlich in den Urlaub zu fliegen. Das habe ich mir doch verdient und das lasse ich mir doch nicht nehmen und mein Nachbar, der macht das doch auch. Und wo wir schon mal angefangen haben, im Nahen Osten nach Öl zu bohren, warum sollen wir es in der Arktis dann lassen? Und klar machen wir unsere Gesetze in Abstimmung mit der Autoindustrie, das machen wir doch schon seit Jahrzehnten so. Tja, an diesen Knickstellen, an diesem Wendepunkt, da wird es interessant. Aber leider sind wir gar nicht mehr an diesem Wendepunkt. Wir sind ganz woanders. Wir sind ja leider schon ganz da unten, an einem Punkt, wo wir nicht hinwollen. Dieser Weg, auf dem wir uns jetzt gerade befinden, der führt ja wirklich in eine Richtung, in die wir nicht wollen. Um dieses, wo wir nicht hinwollen, mal zu illustrieren, reden wir mal kurz über die wissenschaftlichen Fakten. Denn beim Klimagipfel in Paris hat sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt, die Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Epoche auf 2 Grad zu begrenzen. Und der Sonderbericht des Weltklimarats hat eigentlich gesagt, nein, 2 Grad sind schon zu viel, besser wären 1,5 Grad. Wir steuern aber jetzt gerade auf eine Erwärmung von 3 bis 4 Grad zu. Und was das heißt, das zeigt diese Karte. Bei einer Erwärmung um 4 Grad werden die braunen und die gelben Zonen, die man hier sieht, unbewohnbar. Da ist so ein Land namens Deutschland leider mittendrin. Das heißt, wenn wir in diese Zukunft nicht reisen möchten, dann muss irgendetwas passieren. Irgendetwas muss passieren, dass diese Pfadabhängigkeiten, diese Selbstverständlichkeiten nicht mehr als Selbstverständlichkeiten betrachtet werden. Und das passiert aber leider nicht einfach so aus heiterem Himmel. Es muss eine Entscheidung getroffen werden. Und die Chinesen, die machen sich das ganz einfach. Die haben eine Diktatur und da entscheidet eine kleine Truppe von Menschen sowas für die Gesamtbevölkerung. Aber dahin wollen wir ja nun auch nicht. Wer soll es also dann entscheiden? Wir müssen es gemeinsam entscheiden. Und es gibt Leute, die das bereits erkannt haben und die mit dem Umschalten bereits angefangen haben und die uns inspirieren können. Wer diese Menschen sind und was die so machen und wie wir uns ihnen anschließen können, das sehen wir jetzt. Thank you.
ich staune schon hin und wieder über die Schizophrenie im Straßenverkehr. Wenn ich im Auto sitze, dann gehen mir natürlich die Radfahrer auf den Sack. Und dann steige ich aus dem Auto aus, aufs Fahrrad, und dann gehen mir spontan die Fahrradfahrer auf den Sack. Und wenn ich dann Fußgänger bin, dann gehen mir irgendwie alle auf den Zeiger. Und so sind wir gemeinsam quasi dabei, uns mit Mittelfinger und Hupe in den kollektiven Verkehrsinfarkt reinzubewegen, wo wir doch eigentlich die Verkehrswende brauchen. Nun ist die gute Nachricht, es gibt Menschen, die kümmern sich um diese Verkehrswende, und einer von ihnen ist der Klima- und Fahrradaktivist Heinrich Strößenreuther. Der hat mit dem Volksentscheid Fahrrad dafür gesorgt, mit einer Gruppe von Menschen dann, die sie ihm angeschlossen haben, gemeinsam, dass in Berlin das bundesweit erste Mobilitätsgesetz eingeführt wurde. Das heißt, ein Gesetz, das den Straßenverkehr so regelt, dass den Autofahrern Platz weggenommen und den Fahrradfahrern gegeben wird. Und nun stellt sich natürlich die Frage, so ein ambitioniertes Projekt, das natürlich auch CO2 einsparen soll, wie kriegt man das denn bitte durchgesetzt in einem Land wie dem unseren? Am Anfang gab es ein paar Monate, wo ich mir mehr schwanger gegangen bin mit der Frage, kann man einen solchen Volksentscheid-Fahrrad im Autoland Deutschland gewinnen? Und irgendwann war für mich ganz klar und hatte die Haltung, jawohl, das kann man schaffen, das lohnt sich, das auch zu tun. Und diese Haltung, die haben dann, glaube ich, viele mehr abgenommen. Es waren dann schon mal 30, die ich zusammengetrommelt habe für den ersten Workshop. Dann sind 2 Handvoll übergeblieben, die wirklich Tag und Nacht gearbeitet haben. Dann hatten wir einen Neujahrsempfang, da sind 70 dann weiter dabei gewesen. Und am Schluss haben 2000 gesammelt. Und jetzt haben wir mittlerweile eine bundesweite Bewegung von Radentscheiden in 20 verschiedenen Städten. Die wollen alle wissen, in ihren Städten, ob man endlich ein Mehr an Radverkehrswegen, an Radverkehrsförderung gibt. Und das hat bis jetzt auch überall funktioniert. Okay, jetzt mal im Ernst. Fahrrad, das soll Zukunft sein. Was wir doch wollen, sind diese Smart Cities, wo vernetzte, ich bin ja beim Netzpolitischen Kongress, vernetzte Systeme, Car, Bike, Scooter, Tretroller, Sharing, alles irgendwie perfekt verzahnt, multimodal gesteuert, emissionsarm per App. Und dann macht ihr Radwege? Ganz ehrlich, ich kann es einfach nicht mehr hören, diesen multimodalen Bullshit. Es geht einfach darum, dass Leute aus dem Auto aussteigen und auf dem Fahrrad fahren. Und dafür brauchen wir sichere, geschützte Radwege, dass man sich traut. Die müssen so gut sein, dass man sein Kind dort alleine Fahrrad fahren lassen will. Dann steigen die Leute von alleine um. Da sind wir allerdings meilenweit davon entfernt. Also die Aufgabe ist, sichere Radwege zu bauen. Dann steigen die Leute um, dann gibt es weniger Parkplatzsorgen, dann gibt es weniger Stau. Wir machen nicht nur hier ein Radgesetz, ein Radentscheid, sondern eigentlich ganz nebenbei Deutschlands bestes Anti-Stau-Programm. Und das ist intelligenter Verkehr. Also gut, sagen wir mal, das funktioniert so. Mehr und bessere Radwege. Aber das heißt doch, dass wir dann den Autofahrern, wie gesagt, Platz wegnehmen müssen. Und wir wissen doch genau, was dann passiert. Dann kommt Volkes Stimme in Form der Bild-Zeitung und beschmeißt uns mit einer nuklearen Zeitungskampagne. Wir haben am Anfang wirklich Angst gehabt, dass die Bild-Zeitung irgendwann anruft und sagt, da fallen doch Parkplätze weg. Und irgendwann kam dieser Anruf nach 3-4 Monaten und da hieß es, ey Strößenreuther, ne, ich verfolge den Volksentscheid Fahrrad bis zum bitteren Ende. Und dann rutscht mir direkt so mein Herz einmal weg nach unten. Und dann kamen noch 2 Sätze hinterher. Der erste war, ich bin auch Fahrradfahrer, und der zweite war, ich finde gut, was er macht. Und da bin ich ins Team gegangen und habe gesagt, ab heute haben wir die Springerpresse hinter uns. Die haben mich komplett ausgelacht. Tatsächlich haben wir nicht einen einzigen negativen Artikel von der Bild-Zeitung zu 2 Jahren Campaigning für Deutschlands erstes Radverkehrsgesetz bekommen. Das Geheimnis dahinter war die Haltung. Und die Haltung, die ich von Anfang mit reingebracht habe, hieß, Autofahrer fahren Fahrrad, Fahrradfahrer fahren Auto. Es geht nicht mehr gegeneinander. Es geht aber sehr wohl darum, dem Autoverkehr 3% seiner Flächen wegzunehmen, was eine Verdopplung für den Radverkehr ist. Und da waren wir sehr klar, dafür haben wir gekämpft. Und das haben auch alle Umfragen, alle Ergebnisse gezeigt. Da steht eine Mehrheit der Bevölkerung dahinter. Also, Lehrstunde zum Thema politischer Aktivismus. Toll. Erstens, kein Stress mit Springer. Zweitens, bundesweit das erste Mobilitätsgesetz. Und drittens, da wird dann auch noch eine deutschlandweite Bewegung draus. Das ist doch höchst interessant. Also, einen Moment mal. Ein Mobilitätsgesetz, ja, von Radaktivisten. Das bedeutet doch im Klartext, dass ich auf mein Auto verzichten soll, damit irgendwelche Mitte-Hipster mehr Platz für ihre stylischen Lastenräder haben, oder? Hast du ein Stück zugehört? Nee, ich versuche ja Zeitung zu lesen.
pass auf, es geht darum, dass wir alle auf das hier verzichten. Es geht darum, dass wir auf die Verkehrstoten, auf die Schwerverletzten, auf den Stress, auf die dämlichen Raser, auf das womöglich am Schluss, man mag sich kaum vorstellen, Kinder ohne Angst mit dem Fahrrad zur Schule fahren können. Darum geht's. Das sorgt dann für lebenswerte Städte. Und weißt du, wofür das noch sorgt? Das sorgt dafür, dass wir einen großen Schritt nach vorne machen beim Kampf gegen die Klimakrise. Darum geht's. Ja, super. Ganz toll. Ich brauche aber mein Auto und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Bitte, stell dich gern weiter in den Stau. Ich habe eine sozusagen gute Nachricht für dich. Wir wissen ja, wie das in Berlin ist mit der Verwaltung. Es hat sich kürzlich jemand hingesetzt und mal ausgerechnet, beim aktuellen Fortschritt, den das Projekt in der Umsetzung macht, dauert die komplette Implementierung dieses Mobilitätsgesetzes in Berlin noch 160.000 Jahre. Aber die gute Nachricht ist, in anderen Städten bewegt sich auch was. Es ist ja eine bundesweite Bewegung draus geworden. Und ja, weiß nicht, wer von euch nicht aus Berlin kommt, vielleicht ist eure Stadt dabei. Wenn sie nicht dabei ist, also wenn sie dabei ist, könnt ihr euch da anschließen. Wenn sie nicht dabei ist, könnt ihr anfangen und selber ein Mobilitätsgesetz in eurer Stadt durchprügeln. Heinrich hat gezeigt, das geht. Juristinnen for Future. Ja, so könnte die Sache heißen, um die es jetzt geht. Ich möchte euch eine ganz faszinierende Frau vorstellen, namens Rhoda Verheyen. Und Rhoda Verheyen ist Anwältin aus Hamburg, die sich schon vor einigen Jahren dazu entschieden hat, nicht mehr länger dabei zuzusehen, wie die Politik und die Industrie diesen Klimakarren vor die Wand fahren. Ja, und man kann sagen, 2018 war ihr Jahr. Erstens vertritt sie einen peruanischen Landwirt vom Oberlandesgericht Hamm, um dort RWE zu verklagen. Seine Heimatstadt liegt am Fuße eines Gletschersees, der bald erneut seine Siedlung überfluten könnte. Und das Gericht prüft jetzt, ob RWE wegen der jahrzehntelangen Emissionen von Kohlendioxid für diese drohende Überflutung mitverantwortlich ist. Der Prozess geht gerade in die Beweisaufnahme. Das bedeutet, dass das Gericht diesen Fall, diese Klage ernst nimmt. Das ist ein großartiger Etappensieg. Zweitens vertritt Rhoda seit dem Frühjahr vom Klimawandel Betroffene vor dem Gericht der EU, um dort die Europäische Union wegen ihrer unzureichenden Klimapolitik zu verklagen. Und dann drittens begleitet Rhoda drei Landwirtsfamilien vor das Verwaltungsgericht Berlin, um dort die deutsche Bundesregierung zu verklagen. Merkel, Altmaier und Co., die sagen zwar, dass ihnen Klimaschutz wichtig sei, aber es passiert nicht wirklich was. Wir vertreten dort drei Bauernfamilien und Greenpeace als Umweltverband. Und wir erwarten von der Bundesregierung mit entsprechenden Anträgen, dass sie ihr Klimaziel 2020 einhält oder aufholt. Und das bedeutet nichts anderes, als dass sie die Zielerfüllungslücke, die wir im Moment nämlich noch haben, von 8% schließt mit realen Maßnahmen, die der Atmosphäre auch wirklich etwas bringen. Also worüber wir hier reden, das spielt sich nicht in irgendwelchen Elfenbeintürmen ab unter irgendwelchen Gelehrten. Das ist ganz real und mitten in unserem Alltag. Eine der Klägerinnen ist Silke Baxen, eine Ökobäuerin von der Nordseeinsel Pellworm. Entschuldigung. Peruanische Bergbauern, Biobauern aus Pellworm, was kommt denn bitte als nächstes? Pipifax in Pakistan oder Pillepalle in Panama? Pillepalle, ja. Dieses Pillepalle, von dem du da sprichst, das bedroht die Existenz von Familie Baxen, weil die spüren den Klimawandel gerade ganz konkret und ganz real. Ein Drittel ihrer Ernte geht wegen extremer Dürren und Überflutungen verloren. Ich wünsche mir für meine Kinder das, was sich eigentlich jede Mutter wünscht, sagt Silke. Dass sie eine lebenswerte Zukunft vor sich haben, dass unsere Erde lebenswert bleibt für uns Menschen. Wenn wir jetzt nicht den Mund aufmachen, wann dann? Rhoda Verheyen holt diese Wut und diese Verzweiflung von der Straße, vom Land, von überall in den Gerichtssaal. Und so etwas passiert nicht nur in Deutschland.
Es herrscht ganz offensichtlich eine solche Verzweiflung über die Inaktivität von Regierungen und eben der legislativen Seite in einer Demokratie, dass in immer mehr Ländern und auch jetzt der EU die Gerichte aktiviert werden, um Menschenrechtsschutz und Klimaschutz einzuklagen. Und das ist schon sehr bemerkenswert, weil in den unterschiedlichen Jurisdiktionen da wirklich große Hürden liegen, aber wir eben in ganz überwiegender Art und Weise selber die Wissenschaft auf unserer Seite haben und im Prinzip alle meine Kollegen, egal wo sie sitzen, sei es in Pakistan, Indien, China oder Österreich, dieselben wissenschaftlichen Grundlagen nutzen, wie ich sie nutze bei der deutschen Klimaklage und bei der EU-Klimaklage und auch bei meiner Klage gegen RWE. Und diese wissenschaftlichen Grundlagen sind der menschengemachte Klimawandel. Also der Klimawandel ist ganz klar menschengemacht. Wir sehen, man kann sich diesem Klimawandel, dieser Klimakrise entgegenstellen. Man kann was machen und manchmal braucht es kreative und überraschende Wege. Und Roda Verheyen zeigt, dass diese Wege sogar in den Gerichtssaal führen können. Es gibt in Teilen Afrikas arme Familien, die ohne Genehmigung Holz schlagen. Das brauchen sie zum Kochen und zum Heizen. Und im Ergebnis geht dann die Vegetation zurück, die Wüste dehnt sich aus. Langsam aber sicher wird immer mehr Land unbewohnbar. Und nicht nur das, es sorgt natürlich auch dafür, dass diese gefällten Bäume kein CO2 mehr aus der Atmosphäre aufnehmen können. Und so trägt dieser Prozess zur Klimakatastrophe mit bei. Das gemeinnützige Unternehmen Atmosphäre hat einen Weg gefunden, hier Abhilfe zu schaffen. Sie versorgen diese Familien mit energieeffizienten Öfen, die einen Bruchteil des Holzes brauchen, um die gleiche Koch- und Wärmeleistung zu erzeugen. Und das bringt uns zu Dietrich Brockhagen. Er hat das Unternehmen Atmosphäre schon 2005 gegründet, um was gegen die Klimakatastrophe zu unternehmen. Und die Öfen, die Atmosphäre bereitstellt, helfen diesen Familien, bis zu 80% CO2 einzusparen. Atmosphäre fördert schon seit über 10 Jahren effiziente Öfen. Und diese Öfen haben zwei Kernfunktionen, die eben diese hohe Effizienz ermöglichen. Das eine ist, die Luft wird besonders gut gebündelt, durchgeführt durch die Eingangsöffnungen an der Brennkammer oder in die Brennkammer geführt, die in der Mitte des Ofens hängt. Und dadurch verbrennt das Holz dann optimal. So, das heißt, wir holen möglichst viel oder den vollen Energiegehalt aus dem Holz raus. Und dann der zweite Aspekt ist, dass oben auf dem Ofen der Topf sitzt, der dann aber auch perfekt an- und abschließt, sodass die volle Hitze, die das Holz produziert hat, auch an den Topf weitergegeben wird. Holzöfen für Afrika. Mann. Wie finanziert Atmosphäre jetzt wohl diese Öfen? Überraschung durch Flugreisen. Wir haben es ja in der Predigt gehört, die Fliegerei ist nun wahrlich miserabel für unser Klima. Kürzlich kam eine Studie rum, aus der hervorging, dass Ryanair mittlerweile in Europa Klimasünder Nummer 2 ist, direkt hinter der Kohleenergie. Wenn man sich einen Flug nimmt, beispielsweise von hier Berlin nach Kuwait, dann verbraucht man hin und zurück ungefähr genau das Klimabudget, also das CO2-Budget stößt man aus, dass wir pro Nase auf diesem Planeten eigentlich überhaupt nur in einem Jahr ausstoßen dürfen, wenn wir innerhalb der Richtlinien sozusagen des Pariser Abkommens zur 2 Grad Erwärmung bleiben wollen, die, wie Mahn sagt, ja schon schlimm genug ist. Also wer den Flug gemacht hat, darf danach weder einen Schnitzel essen, noch darf überhaupt nichts mehr eigentlich, weil er für das Jahr sein CO2 rausgehauen hat. Wenn die Fliegerei jetzt so schlimm ist, könnte man ja eigentlich das Fliegen runter raus ablehnen. Das ist keine schlechte Forderung, also das ist schon arg, aber wir können uns ja eine Welt, auch eine vermutlich friedliche Welt kaum vorstellen, wenn wir überhaupt nicht mehr auf ihr reisen können und deswegen muss und kann das Fliegen klimaneutral werden. Synthetische Kraftstoffe können Sie erzeugen, indem Sie CO2 aus der Erdatmosphäre entziehen und dann mit Wasserstoff vermischen, den Sie mit erneuerbaren Energien hergestellt haben. Solche Kraftstoffe sind klimaneutral, denn sie erzeugen bei der Verbrennung nur das CO2, was sie vorher aus der Erdatmosphäre entzogen haben.
Also diese synthetischen Kraftstoffe, das wird beherrscht, das kann man heute schon machen. Da wird eben CO2 aus der Atmosphäre entnommen und dann eben einfach nur beim Verbrennen wieder zurückgegeben. Nur dafür braucht man riesige Mengen regenerativer Energie. Das ist bisher noch nicht eingerichtet, die Massenproduktion gibt es noch nicht. Und deswegen sagen die Leute von Atmosphäre, bis wir dahin kommen, bis es diese synthetischen Kraftstoffe gibt, überbrücken wir quasi für die Fliegerei den Weg und kompensieren. Das sind nicht nur diese Öfen aus Afrika, in Afrika, die Atmosphäre bereitstellt. Die bauen beispielsweise auch in Flüchtlingslager eine Solaranlage. Aber sie machen das eben nicht, weil sie denken, das sei nun die Lösung für das ganze Problem, sondern es ist eben die Zwischenlösung, bis es die synthetischen Kraftstoffe gibt. Ja, bei Atmosphäre gilt der Grundsatz, vermeiden vor reduzieren, vor kompensieren. Und auf das Fliegen bezogen heißt das, Sie sollten möglichst nicht fliegen. Das ist immer noch besser als zu kompensieren. Aber wenn Sie sich schon für den Flug entschieden haben, dann sollten Sie auf jeden Fall kompensieren, denn ansonsten fliegen Sie einfach schwarz auf Kosten des Klimas. Und man kann dann eben auf die Atmosphäre-Seite gehen, gibt seinen Flug ein und das zeigt einem dann, was man da kompensieren muss und wie viel das kostet. Das bringt uns aber jetzt natürlich zu einer interessanten Frage, wie wir grundsätzlich mit dem Thema Fliegen umgehen wollen. Ich kenne mittlerweile Leute, die sagen, ich mache meinen Urlaub auf Mallorca mit dem Zug. Also das ist eine andere Art des Urlaubs, klar. Aber über sowas nachzudenken ist schon vernünftig. Denn wer sagt, ich habe die Kohle, ich kann es mir leisten, quer über diesen Planeten zu jetten und deswegen muss das auch erlaubt sein. Oder wer sagt, ich bin Geschäftsmann, ich muss von Frankfurt nach Hamburg fliegen und am selben Tag zurück, obwohl man die Konferenz vielleicht auch per Video hätte machen können, der übernimmt eigentlich nicht die Verantwortung, die wir mittlerweile als erwachsene Menschen auf dieser Erde übernehmen sollten. Und vor Verantwortung in dem Sinne schreckt auch Atmosphäre nicht zurück. Also die kompensieren nicht alles, was daherkommt. Die machen das nicht sozusagen seiner selbst willen, sondern die lehnen sehr bewusst eine ganze Reihe von Sachen ab. Wir bekommen bei Atmosphäre relativ häufig Anfragen von Herstellern von Produkten wie zum Beispiel Schnittblumen, die um die halbe Welt geflogen sind nach Deutschland, oder ein Steakhouse, was mit uns klimaneutral werden will. Solche Anfragen lehnen wir ab. Denn wir wollen nicht durch die Kompensation solche Produkte, die per se klimaschädlich sind und die auch nicht klimafreundlich werden, durch die Kompensation eine Legitimation verleihen. Beim Fliegen ist das was anderes. Da gibt es schon diese bessere Zukunft, nämlich das Fliegen mit synthetischen Kraftstoffen. Und bis dahin kann die Kompensation noch eine Brückenfunktion haben. Also dieses ganze Thema Fliegen ist nicht einfach. Das wissen wir auch. Und gerade das Thema Kompensation wird vor allem auch unter Klimaaktivisten relativ kontrovers diskutiert. Aber unser Eindruck ist, wenn es denn wirklich nicht anders geht, und solche Situationen gibt es ja, dass man eben mal irgendwo hinfliegen muss, weil man nicht anders kann, dann ist es immer noch besser, das dann wenigstens zu kompensieren, um nicht, wie er sagt, schwarz auf Kosten des Klimas zu fliegen. Und im Übrigen, man muss nicht in ein Flugzeug steigen, um Leuten wie Atmosphäre, und es gibt auch andere Anbieter, wir haben jetzt die Kollegen bei Atmosphäre relativ gut kennengelernt und auch deren wirklich klare Haltung zu der Sache schätzen gelernt, aber man kann auch natürlich zu anderen Anbietern gehen. Man kann denen auch spenden, ohne in ein Flugzeug gestiegen zu sein und damit deren Klimaschutzmaßnahmen mit unterstützen. Wie wäre es, wenn wir mit dem Kapitalismus die Welt retten könnten oder zumindest einen Teil dazu beitragen? Und zwar genau mit dem Kapitalismus, der uns gerade nah an den Abgrund und wenn man so die ganzen Geschichten liest um uns herum, glaubt man oft auch ein paar Schritte darüber hinaus geführt hat. Das kann man sich ja eigentlich schwer vorstellen. Der Kapitalismus unserer Prägung belohnt ja im Moment vor allem diejenigen, die mit möglichst größter Rigorosität einfach nur auf ihre eigenen Profite starren. Die gute Nachricht ist aber, es geht. Wir können die Mechanik des Kapitalismus, genauer des Aktienmarktes, verwenden, um einen Teil zur Weltrettung beizutragen. Und damit kommen wir jetzt zu einer märchenhaften Geschichte, die sich gerade überall auf der Welt abspielt, jenseits der öffentlichen Wahrnehmung. Mit dem Kapitalismus läuft es ja im Grunde so. Der Kapitalist hat Geld und möchte, dass es mehr wird, ohne dass er dafür besonders viel tun muss. Was macht er? Er nimmt sein Geld und kauft Anteile von Unternehmen.
Mit anderen Worten, er kauft Aktien. Und er hofft darauf, dass diese Unternehmen, an denen er sich beteiligt hat, in ihrem Wert wachsen. Das bedeutet, die machen mehr Umsatz, die machen mehr Gewinn. Die werden interessant für andere Investoren. Die wollen auf einmal ebenfalls Aktien haben. Unser Kapitalist verkauft Aktien, die er in seinem Portfolio hat und hat Geld verdient beim Zeitunglesen. Was der Kapitalist dagegen überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn ein Unternehmen im Wert sinkt. Das passiert, wenn auf einmal viele Menschen ihre Aktien eines Unternehmens abstoßen, weil sie offenbar kein Interesse mehr daran haben, an diesem Unternehmen teilzuhaben. Was dann passiert, ist logisch. Dann fängt der Kapitalist an zu randalieren. Er kann seine Aktien nicht mehr teuer verkaufen. Die Politik wird unruhig und spricht vom schwindenden Vertrauen der Märkte. Und auf einmal hat man das Gefühl, alles ist aus. Ist aber gar nicht so. Denn wir können uns diesen Effekt zunutze machen im Kampf gegen die Klimakrise, abgeguckt im Kampf gegen die Apartheid, damals in Südafrika. In den 70ern hat eine Kampagne Investoren dazu aufgefordert, Aktien der Unternehmen abzustoßen, die das Apartheidsregime in Südafrika unterstützen. Regierung und Wirtschaft gaben am Ende dem Druck nach und genau diesem Vorbild, Divestment genannt, folgen weltweit über 1000 Fossilfreigruppen im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Sie rufen Versicherungskonzerne, Städte, Staaten, Kirchen und Unis und weitere dazu auf, ihr Geld aus den 200 Kohleöl- und Gaskonzernen abzuziehen, die ihre schmutzigen Geschäfte auf Kosten des Klimas machen. Das ist Mona Freund von einer wirklich sehr kleinen Gruppe hier in Berlin namens Fossil Free, die ganz Erstaunliches geschafft hat. Diese Strategie, Kapital aus Unternehmen abzuziehen, um damit ein politisches Ziel zu erreichen, nennt man Divestment. Und mit diesem Divestment hat es Fossil Free Berlin geschafft, das Land Berlin davon zu überzeugen, was sehr Erstaunliches zu tun. Berlin hat Aktien angelegt für Pensionsrücklagen. Wir reden insgesamt über einen Betrag von 800 Millionen Euro und ein großer Teil davon ist angelegt in Aktien. Und Fossil Free hat Berlin davon überzeugt, alles aus diesen Pensionsfonds abzuziehen, aus den Unternehmen, die mit Öl, Gas und Kohle Geld verdienen. Und Fossil Free hat noch mehr geschafft. Das sind, wie gesagt, keine 20 Leute, die einfach monatelang daran gearbeitet haben. Die haben noch mehr geschafft. Die haben Berlin davon überzeugt, einen nachhaltigen Aktienindex zu entwickeln. Und was sehen wir denn da? In Berlin hat sich gezeigt, dass die Stadt mehr Geld hätte verdienen können, wenn sie schon vorher umgeschichtet hätte. Vorher war sie in den Eurostoxx 50 investiert. Und jetzt mit dem neuen nachhaltigen Index zeigt sich, dass man schon mehr Geld hätte verdienen können, weil der sich besser entwickelt hat. Wir sehen also, dieses Divestment ist nicht nur gut für den Planeten, sondern offenbar auch eine ganz ordentliche Investitionsentscheidungsratgebermaschine. Erfunden hat die ein Amerikaner namens Bill McKibben, ehemaliger Journalist, der so viele Texte darüber geschrieben und gelesen hat, schon vor sehr vielen Jahren, dass es irgendwann nicht mehr ausgehalten hat und zum Aktivisten wurde. Er hat eine NGO gegründet namens 350.org und auf die geht diese Fossil-Free-Bewegung mit über 1000 Gruppen auf der ganzen Welt zurück, unter anderem auch in Irland. Und im vergangenen Sommer hat Bill McKibben bei sich zu Hause in den USA eine Nachricht bekommen, die für ihn einen Meilenstein bedeutet hat. I woke up one morning and had a message from my friends, our friends in Ireland. And they said, we're going to have some big news in an hour, stay tuned. And indeed they did. The news came that Ireland had become the first entire nation to divest from fossil fuel. Its government said, we will take all our pension funds and other funds out of coal and gas and oil. And that was an enormous breakthrough. You know, we began when we started the divestment movement, it was a couple of small colleges in the US and a church here and there. And, you know, we've worked up over the years to, but to have entire countries beginning to say, okay, enough with this, we realize where the future lies. That's a big deal. Das sagt Bill McKibben. That's a big deal. Jetzt reden wir da ja über die größtmögliche Ebene, nämlich über eine Entscheidung einer nationalen Regierung. Aber wir haben ja versprochen, euch Mut zu machen. Und was wir bei Fossil Free sehen, ist, dass wir uns an einer solchen Aktion auch in unserem eigenen Alltag beteiligen können. Jede und jeder von uns kann einen wichtigen Beitrag zum Divestment leisten. Am besten zusammen mit anderen, weil das ist viel leichter als alleine.
Dann stellt man gemeinsam so unbequeme Fragen wie, ist meine Bank und meine Versicherung sauber und wo legt die Kirche oder meine Stadt ihr Geld an? Und genau da kann man dann erfahren, ob in klimaschädliche Gaspipelines oder Ölfelder oder Kohlekraftwerke investiert ist. Und genau da kann man dann ansetzen. Und je öfter man fragt, desto besser, denn viele Investoren bewegen sich erst, wenn ihr Geld und ihr Ruf auf dem Spiel stehen. So, und Mona hat es gesagt, das macht man am besten nicht allein, das macht man am besten gemeinsam mit anderen. Und damit sind wir an einem sehr entscheidenden Punkt von Volle Halle angekommen. My house is covered with solar panels, like many Germans. I drove the first electric car in my state in Vermont. I try to live a low impact life to the extent that I can. But I don't try to fool myself that that's how we're going to deal with climate change. We don't have enough time. Mathematically, we cannot solve this one household at a time. So, the most important thing an individual can do is not be so much of an individual, is join together with other people in movements large enough to reshape the politics and the economics of this question, because that's the only thing that can cause change in the time we need. So, as wir zum ersten Mal von Fossil Free und von Divestment. Als wir zum ersten Mal von Fossil Free und Divestment gehört haben, waren wir total verzuckert von dieser Geschichte und das sind wir immer noch und ihr habt eben geklatscht, aber ich bitte euch nochmal zu klatschen, weil mindestens einer von Fossil Free Berlin ist heute hier im Saal, der mitgearbeitet hat daran, dass Berlin, was die Pensionsfonds angeht, fossil frei geworden ist und das ist sein Applaus. So, und damit zum Abschluss dieses Kapitels noch eine letzte Frage an unseren Kapitalisten. Machst du da mit? So weit kommt's noch. Also, sowas klappt vielleicht da bei euch in Berlin, ja, aber das liegt weniger an eurem sogenannten Divestment, sondern daran, dass da in der Hauptstadt einfach keiner mit Geld umgehen kann. Sorry. So ist er. Wenn er das aber macht, dann bleibt er irgendwann auf seinen Aktien sitzen, weil wenn das alles so weitergeht wie damals in Südafrika, dann will einfach irgendwer, vielmehr niemand mehr Aktienanteile solcher Unternehmen besitzen und dann bleibt er auf seinem Päckchen einfach sitzen. Ja, diese Klimakrise, die kommt uns unglaublich kompliziert vor. Das ist immer wieder das Gleiche, wenn wir uns dieses Thema angucken. Es ist einfach ein unglaublich komplexes Problem. Und wir haben das Gefühl, wir können uns dem Ganzen nicht so wirklich stellen und wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Und das ist auch verständlich. Und trotzdem wissen wir schon ganz lange, dass wir nur mit diesem exzessiven Ausstoß an Treibhausgasen aufhören müssen. Aber trotzdem heißt es dann, das ist wahnsinnig schwierig. Wie sollen wir das machen? Wie soll das gehen? Was wäre denn, wenn wir Kohle, Öl und Gas verteuern würden? Also die Idee, die ist relativ simpel im Prinzip. Also jetzt reicht's mir aber hier langsam mit eurer Klimawandel-Sesamstraße wirklich. Ich hab echt. Bitte was? Das heißt doch, dass das Benzin teurer wird, nicht mit mir. Kannst du dieses dämliche Ding vielleicht wegnehmen? Nein, wieso sollte ich? Wenn der Sprit teurer wird, dann gibt's aber richtig Alarm hier. Okay. Vielleicht hörst du erst mal zu. Aber das mache ich doch. Ich höre mir jetzt seit einer halben Stunde eure ach so großartigen Lösungen an, ja? Hier, irgendwas mit Fahrradwege, Holzöfen in Afrika, die Regierung verklagen. Sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun, die Regierung verklagen? Ich fasse es nicht. Aber eins sage ich euch, ihr habt die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bezahle eure Klimaschutzparty nicht. Ist Nein, das klar? Das sollst du doch auch gar nicht. Na sicher, wenn CO2 teurer wird, wird Benzin teurer. Hallo? Okay, pass auf. Wir fragen jetzt mal jemanden, der sich auskennt mit dieser Idee der CO2-Abgabe. Brigitte Knopf ist Generalsekretärin am Mercator-Institut für Klimawandel. Und sie kann uns mal erklären, worum es hier eigentlich geht. Die CO2-Abgabe ist ein Konzept, was zu mehr Klimagerechtigkeit führen würde.
Denn im Moment haben wir die Situation, dass jeder einfach so CO2 in der Atmosphäre ablagern kann. Und von den Folgen des Klimawandels, wie Dürren oder Überschwemmungen, die Folgen werden auf die Allgemeinheit abgewälzt. Und das ist so, als wenn jemand seinen Müll auf die Straße wirft und die anderen müssten den aufheben. Das wäre nicht gerecht. Und insofern hat man sich das Konzept der CO2-Abgabe überlegt, was bedeutet, dass das CO2 etwas kostet, wenn man es in der Atmosphäre ablagern will. Jo, aber genau so läuft das doch. Ich meine, die Leute schmeißen ihren Müll auf die Straße und die Straßenreinigung muss das aufräumen. Von meinen Steuergeldern. Ja, stimmt. Leider läuft das genau so. Aber es ist verboten, seinen Müll auf die Straße zu werfen. Warum ist es bei CO2 denn bitte was anderes? Hier geht es um eine Abgabe, die dafür sorgt, dass dieser Müll, dieser CO2-Müll gar nicht erst auf der Straße, also in der Atmosphäre landet. Das hätte drei Effekte zur Folge. Der erste Effekt wäre, dass die Nutzung von fossilen Energien, also Kohle, Öl und Gas, wesentlich teurer würde. Die Nutzung würde bestraft. Der zweite Effekt wäre, dass innovativen Firmen ein Anreiz gegeben wird, neue Technologien, CO2-arme Technologien zu entwickeln. Wind, Solarenergie oder auch ganz neue Technologien, die man sich vorstellen kann. Und der dritte Effekt wäre eben, dass es Einnahmen gibt aus dieser CO2-Abgabe, die man dann so nutzen kann, sodass die Bevölkerung zum Beispiel vor steigenden Energiepreisen geschützt ist. Tja, das habe ich verstanden. Sehr gut. Wie gesagt, wer CO2 ausstößt, muss dafür bezahlen. Deswegen gehört auch eine Idee dazu, ein Konzept dazu, dass das Geld wieder zurück an die Bürger zurückverteilt. Das heißt, wer weniger ausstößt, der kriegt sogar Geld zurück. Wie schön. Ich stoße aber eher nicht so wenig CO2 aus, weil ich nämlich mein Auto brauche. Und das lasse ich mir auch nicht nehmen. Ja, in deinem Fall ist das dann wohl so. Also was natürlich stimmt, ist, dass zunächst mal die Energiepreise steigen werden. Und worauf es deshalb ankommt, ist, dass man kluge Ideen entwickelt, wie die Einnahmen, die man aus so einer CO2-Abgabe bekommt, wie die gut zurückverteilt werden an die Bevölkerung. Und da gibt es verschiedene Ideen, wie man das machen kann. Und eine Idee ist, dass man die Einnahmen pro Kopf zurückverteilt. Kann man sich vorstellen, einmal im Jahr kriegt jeder einen Scheck zugestellt. Und das würde eben bewirken, dadurch, dass die ärmeren Haushalte weniger Geld für Energie ausgeben, dass sie am Ende sogar mehr haben. Das heißt, so eine CO2-Abgabe würde im besten Fall dazu führen, dass nicht nur das Klima geschützt wird, sondern eben auch, dass diejenigen belohnt werden, die sich klimagerecht verhalten, die zum Beispiel mit der Bahn fahren, statt mit dem Flugzeug zu fliegen. Und man hätte eben den Effekt, dass gerade nicht die ärmeren Haushalte die größte Last zu tragen hätten. Komm, also das ist ja wirklich alles ganz entzückend, aber lass uns doch bitte mal Klartext reden, ja? Wenn CO2 teurer wird, was ist dann bitte mit dem Wachstum? Darunter leidet also, doch die Entschuldigung, Wirtschaft. Entschuldigung, aber über diese Illusion mit dem ständigen, ewigen Wachstum müssen wir sowieso noch mal reden. Auch wenn wir das heute vielleicht nicht mehr schaffen werden. Ja, und was ist überhaupt mit unserem Wohlstand? Ich meine, der geht doch den Bach runter. Hier, unser Wirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat es doch neulich ganz wunderbar auf den Punkt gebracht. Jetzt zeige ich dir mal was. Klimaschutz wird nur dann funktionieren, wenn dadurch unser Wohlstand nicht gefährdet ist. So sieht es doch nun mal aus. Okay. Genau das ist doch unser Problem. Das ist doch eine völlige Verdrehung der Tatsachen. So denken ja die meisten. Stell dir doch mal den Captain eines sinkenden Schiffes vor, der sagt, Maßnahmen gegen das Sinken des Schiffes werden nur funktionieren, wenn dabei die schönen Cocktailgläser nicht ins Kippeln geraten. Was soll denn das jetzt bedeuten? Das heißt, das ist doch nicht der Klimaschutz, der unseren Wohlstand bedroht, sondern der Klimawandel. Es gibt heute schon, jetzt ganz aktuell, immer krassere Naturereignisse und Naturkatastrophen. Und das ist alles schon Klimawandel, ganz real, ganz konkret, hier bei uns. Das kostet jetzt schon Milliarden und dabei sterben Menschen. Und das ist es, was unseren Wohlstand bedroht. Verstehst du? Ja, ich bin nicht blöd, nicht? Also mir ist schon klar, dass hier was nicht ganz rund läuft, aber mal ehrlich, das heißt doch, dass sich hier alles verändern wird. Ja, aber das tut es jetzt gerade schon. Also entweder wir verändern was oder wir werden verändert, wenn wir nichts tun.
Du hast Angst, oder? Das haben wir alle. Tja. Und nun? Also Leute, mal unter uns, ja, im Ernst. Das glaubt doch keiner hier, dass sich irgendwas verändert, wenn ich meinen Flug nach Mallorca kompensiere oder keinen Schnitzel mehr esse. Das ist doch ein Problem von so großer Tragweite. Das muss doch die Politik lösen. Ja, ganz genau. Und deshalb kommt es darauf an, wie du es machst und mit wem du drüber redest und wie du drüber redest. Die Politik reagiert ja auf die Signale aus der Gesellschaft. Und hier geht es darum, die Lebensstile des 21. Jahrhunderts neu zu erfinden, die auch für 8 bis 9 Milliarden Menschen funktionieren und damit auch für ihre und meine Kinder. Ich soll mir also meinen Schnitzel verkneifen, damit das dann die Politik irgendwie rafft, oder ich soll es mir sogar verbieten lassen, während in China ein Kohlekraftwerk nach dem anderen gebaut wird? Das ist doch absurd und... Wer sind Sie überhaupt? Mein Name ist Maja Göpel. Ich bin Generalsekretärin beim Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Und wir schreiben regelmäßig Gutachten dazu, warum es nicht die Welt kosten muss, ein gutes Leben zu führen. Und in den Gutachten steht auch drin, dass Deutschland, wenn wir es global auf den pro Kopf gucken, eben sehr oben drin ist im Umweltverbrauch. Deutlich mehr als China heute pro Kopf einnimmt. Da steht auch drin, dass wir sehr reich sind pro Kopf und dass wir Technologieführerschaften anstreben in bestimmten Bereichen. Das heißt, wenn wir das hier nicht schaffen, mit dem nachhaltigen Leben, wie sollen das andere Länder machen? Und wenn wir es schaffen, ist das ein wahnsinniges Erfolgsrezept und das wird sich dann auch verbreiten. Ja gut, angenommen Sie haben recht, aber da macht doch keiner mit. Niemand will sich was verbieten lassen und die Grünen, die werden ihren nächsten Veggie Day erleben, wenn sie es versuchen. Nur 15% der Deutschen sprechen sich für Verbote aus. Wer wählt denn sowas, bitte? Naja, wir müssen mal den Begriff der Verbote aufbohren. Wer redet denn eigentlich von Verboten? Es geht um die Regeln des Zusammenlebens im 21. Jahrhundert. Und da haben sich die Rahmenbedingungen eben sehr verändert. Und wir haben ja auch damals abgeschafft, die Sklaverei weiter in Ordnung zu finden, als wir uns entschlossen haben, dass das nicht zu einer Zivilisation gehört, die unserem Entwicklungsstand entspricht. Und da sind wir heute wieder angekommen. Also, ich bitte Sie, Sie stellen mein Schnitzel auf eine Stufe mit Sklaverei? Nein, ich stelle den Erhalt unserer Zivilisation über Ihr Schnitzel. Und auch heute können wir uns fragen, ob es nicht vielleicht andere Gründe gibt, diesen Schnitzelkonsum in Frage zu stellen. Massentierhaltung in dem Ausmaß, wie wir es heute betreiben, bedeutet Tierquälerei im systematischen Ausmaß. Und wir zerstören dabei Grund und Boden. Das sind unsere natürlichen Lebensgrundlagen von morgen. Da gibt es doch alle möglichen Gründe zu überlegen, was wir an Regeln anders machen sollten, damit wir das verhindern. Ja, und was machen wir damit jetzt konkret? Ich meine, was heißt das denn jetzt? Konkret heißt es, dass Gesellschaften immer dann zugrunde gegangen sind, als sie über ihre Ressourcen gelebt haben. Und deshalb reden wir heute darüber, wer uns eigentlich die ganze Zeit einreden möchte, dass es nur dann Freiheit bedeutet, wenn wir ein exzessives Konsumniveau leben können. Und ob es nicht eigentlich für freie Gesellschaften an der Zeit ist, sich zu fragen, wie wir zusammenleben können, damit es langfristig für alle gut funktioniert. Was können wir jetzt machen? Als allererstes können wir auf jeden Fall am 20. September alle mal zu dem Weltklimastreik gehen und ordentlich auf der Straße für Dampf sorgen. Das können wir machen. Das können wir machen. Wir werden nachher noch eine riesige Menge an Flyern und Aufklebern verteilen von Extinction Rebellion. Die werden ab 7. Oktober auf der ganzen Welt in mehreren Städten von Sydney bis nach Berlin ordentlich auf die Kacke hauen. Und je größer diese Streiks werden in Berlin, umso länger werden sie dauern. Und dann könnt ihr euch noch unbedingt einen Termin vormerken. Am 24. September ist ein Dienstag, und zwar der erste Dienstag der Tuesdays for Texas. Da stellen wir uns einigermaßen akkurat gekleidet, so ein bisschen Business-Style, stellen wir uns in der Wilhelmstraße vor das Finanzministerium und zeigen, dass wir eine amtliche CO2-Steuer haben wollen.
Und danach jeden Dienstag, also am 24.01. und danach jeden Dienstag 18 Uhr vor dem Finanzministerium, Tuesdays for Texas. Und das bringt uns noch zu einem vierten Punkt. Da sind wir auch so ein bisschen mit dabei, unterstützend. Wann wird verkündet? Auch am 24. geht ein neues Projekt in die Welt unter dem Namen German Zero. Eine sehr ambitionierte NGO entsteht da. Die braucht noch viel Anschub, die braucht noch viel Unterstützung. Ihr könnt ein bisschen die Presse verfolgen. Ihr könnt auch mal auf germanzero.de gehen. Da steht schon mal so ein erster Platzhalter. Also wer was tun will, nicht nur die ganzen Beispiele der Leute aus der Show sind hoffentlich inspirierend gewesen, sondern auch das, was jetzt hier an der Wand steht. Und damit können wir sagen, ganz herzlichen Dank, das war volle Halle. Musik.